Hallo, ich habe seit November 2016 kein Garderobenvideo mehr gemacht, einfach weil sich lange Zeit nichts verändert hat. Ich habe immer dieselben Sachen getragen. Aber in den letzten Wochen und Monaten musste ich ein paar Teile austauschen. Entweder weil die Teile schon so alt und abgetragen waren oder weil sie einfach nicht mehr so ganz zu meinem Lebensstil gepasst haben und ich sie deshalb zu selten getragen habe. Ja. Und die paar Teile, die jetzt neu dazugekommen sind, habe ich secondhand über Kleiderkreisel gekauft. Zum Beispiel diese beiden Bodys. Die finde ich praktisch, weil die erstmal immer gut sitzen. Die verruschen nicht beim Hinsetzen, wie zum Beispiel eine Bluse. Und man kann die gut zu Röcken kombinieren. Ja, und ich kann die auch zum Balletttraining tragen. Deshalb wollte ich sie auch eigentlich haben. Dann gibt es alte Teile von mir, wie diese beiden Röcke. Die habe ich in meinem allerersten Garderobenvideo im April 2015 gezeigt. Damals hatten die Maxi-Länge, also die gingen mir bis zu den Knöcheln. Und ich hatte die damals schon länger und nach diesem Sommer habe ich die aber so gut wie gar nicht mehr getragen und die waren lange Zeit in einer Kiste, weil ich sie eigentlich aussortieren wollte. Also irgendwie hat diese Maxi-Länge nicht mehr so ganz zu meinem Stil gepasst und ich fand es auch im Alltag nicht so praktisch. Und dann habe ich sie aber kürzen lassen. Jetzt haben die so Midi-Länge und seitdem trage ich die wieder richtig oft. Also ich habe die jetzt auch den ganzen Winter über getragen und das hat auch wieder ein bisschen mehr Farbe in meine Garderobe gebracht. Ja, und für den Frühling habe ich jetzt 12 Teile plus zwei Strumpfhosen, zwei Paar Schuhe, zwei Taschen und ein Gürtel. Ja, und jetzt zeige ich euch so ein paar Beispiele, wie man die Teile kombinieren kann. Viel Spaß!